Erste Trainingseinheit in La Manga, wie sind deine ersten Eindrücke? Ja, sehr, sehr positiv. Ich glaube, wir haben wirklich sehr, sehr gute Bedingungen. Die Plätze sind traumhaft, der Rasen ist sehr, sehr, in sehr, sehr gutem Zustand. Und ja, das Wetter passt auch. Das Hotel ist wunderbar. Ich glaube, da ist für jeden was dabei. Und wir sind ja auch nicht zum Spaß hier. Aber solche Bedingungen, die sind im Januar dann schon schön. Du hast voll mitgemischt. Hast du irgendwie noch Gedanken an deinen doppelten Kieferhochdruck oder läuft das alles ganz super? Ja, das Training, da konzentriert man sich natürlich nur auf den Fußball, aber ja, ein bisschen Gedanken macht man sich halt schon noch. Es ist auch, glaube ich, ganz normal nach dem Kieferbruch, aber im Training dann nicht mehr. Ich glaube, je mehr Training ich mache und je mehr ich mitmache, desto weniger Bedenken hat man dann auch. Gestern gab es quasi noch ein verspätetes Weihnachtsgeschenk. Es wurde die Verpflichtung von Marco Reus bekannt gegeben. Wie hast du davon erfahren und wie sehr freust du dich auf den Marco? Ja, zuerst mal nach dem Training haben wir das alle erfahren und ich glaube, jeder von uns freut sich sehr auf ihn, weil jeder weiß, was für ein sehr, sehr guter Spieler er ist. Er hat uns ja auch schon öfters gezeigt, welche Power, welche Stärke er besitzt und ja, umso besser, dass er jetzt bei uns dann spielt und ja, sich da einbringen kann und uns noch einen Schritt nach vorne bringt. Alles klar, Manni, danke. Ist kalt, geh rein.